Stellt euch vor, ein junges Entwicklerteam beweist gutes Timing und entwickelt zufällig ein Brettspiel, was, ja, ungefähr dem gehyptesten Computerspiel der letzten Monate ähnelt. Ja, ihr denkt das Richtige. Heute bei Du bist Among Us, aber als Brettspiel, nämlich Houston, We Have a Dolphin. Houston, We Have a Dolphin ist ein Hybrid-Game für 3 bis 5 Personen. Zu dem Spiel gehört eine App, die vor dem Start alle Spielkarten scannt und die jeder Person geheim 3 Karten zuweist. Mindestens eine Person am Tisch erhält eine Delfinkarte und ist ab sofort delfinisiert, spielt also gegen die anderen am Tisch. Diese Person kann das Spiel nur gewinnen, wenn sie den Spielverlauf sabotiert. Und das bedeutet, dass sie am Ende alle anderen ausschalten oder das Raumschiff fluten muss. Die anderen gewinnen, wenn sie die delfinisierte Person enttarnen oder vorher die 3 wichtigen Module abgekoppelt und das Raumschiff neu gestartet haben. Klingt etwas kompliziert, aber das löst sich gleich beim Spiel. Jede Runde besteht aus 2 Phasen. Auf den sogenannten Außenmissionen werden insgesamt verdeckt 3 Karten gespielt. Die Besatzung versucht durch bestimmte Kartenkonstellationen jetzt die Module abzukoppeln. Dazu müssen bei der Auswertung aber immer 2 Ingenieurskarten auf einen Helden zeigen. Die Delfine wollen das insgeheim verhindern und werden wahrscheinlich beim Ausspielen ihrer Karten lügen. In der anschließenden Kapitänphase muss der Kapitän eine folgenschwere Entscheidung treffen. Weiß er oder sie vielleicht schon, wer der Delfin ist oder hat eine Vermutung? Die Person, die vom Kapitän verdächtigt wird, muss nun eine Karte abwerfen. Aber Achtung! Vielleicht ist der Kapitän ja selber der Undercover-Delfin und flutet das Raumschiff, um alle zu zerstören. Die Crew muss also auch auf der Hut sein und hat die Chance, die Entscheidung des Kapitäns anzufechten. So oder so, es bleibt spannend und am Ende steht die Frage, wer wird sich in diesem Spiel mit geheimen Rollen durchsetzen? Die Delfine oder doch die Menschen? Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. An meiner Seite, ich freue mich sehr, Valentin. Auch mal wieder zu Gast. Hallo, ja, ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wirt? Hey Mann, schön, wieder hier zu sein. Analoge Spiele, ich liebe sie. Aber wirklich, ich mag sie wirklich. Aber, dazu kommen wir gleich, es stimmt ja nicht so ganz mit den analogen Spielen heute. Nils, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir spielen, ihr habt die Regeln soeben gehört, Houston, We Have a Dolphin. Und das ist ein sogenanntes Hybrid-Spiel. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Weiter-Button und mit unserer ersten Mission. Okay. Wirt ist unser Captain, das heißt, du darfst als erstes den Astronauten bestimmen oder das Team bestimmen, das einen Astronauten auf die Reise schickt. Okay. Wer ist der Dolphin Among Us? Ich. Bitte alle melden, die kein Delfin sind. Hätte ja klappen können. Ich habe auf jeden Fall einen Helden. Du hast einen Helden? Yes. Okay. Den habe ich auch. Du hast auch einen Helden? Hast du auch einen Helden? Mhm. Jeder von euch hat einen Held. Interessant. Okay, sagen wir mal so, ich hätte gern jemanden, der mit dem Schraubenschlüssel nach rechts bzw. rot zeigt. Haben wir da jemanden? Ja, geht auch beidseitig. Natürlich, ja. Ne? Geht auch beidseitig, ja. Mhm. Beidseitig. Und jetzt, wie sieht es bei dir aus? Ich könnte auch. Aber? Ich bin recht limitiert. Mhm. Und würde... Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt preisgehen darf in meinem Deck, aber wenn ich das dann mache, also ich würde vielleicht eher lieber den Helden spielen. Du willst lieber den Helden spielen? Du bist schon mal raus aus der Mission, du zögerst mir zu sehr. Naja, ich muss ja das so aufteilen, dass ich in den nächsten folgenden Runden auch noch vernutzen bin. Der Captain hat gesprochen, ne? Die Crewmates, die warten jetzt ab auf weitere Kommandos. Ich würde sagen, ich spiele jetzt eine Karte mit einem blauen Pfeil nach links. Du kannst jetzt erstmal keine Karte spielen, weil du musst erstmal einen anderen bestimmen. Du darfst nicht anfangen. Ich darf nicht anfangen? Ja. Dann fängst du bitte an. Ich fange an? Ja. Aber ich habe jetzt gerade gesagt, ich würde gerne eine Karte spielen, die gerne nach links geht. Ja, ich spiele, ich sag schon mal, ich spiele eine Karte, die in beide Richtungen geht. Hola. Guter Sound übrigens. Mhm. Okay, krass. Was willst du von mir? Und jetzt ganz kurz. Nee, jetzt musst du ja. Jetzt bestimme ich ja. Ach ja, so. So, wer hat jetzt hier den Helden? Ich habe Held.
Du hast Held. Was ist mit dir? Ich könnte auch eine Heldin servieren. Aber woher weißt du, dass der Delfin weiblich ist? Ja, das muss er spielt immer Delfin so mit sein. So komischen Meta-Gags. Ja, ja. Ist rosa. Nee, ich habe den Delfin nur gegendert, damit alle Delfine sich wohlfühlen. Ah, oh, ja. Ja, ich meine nur. Könnte Delfin sein oder nicht? Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Okay, aber es ist die erste Runde. Wir müssen erstmal gucken. Ja. Also, wer hält sich hier an die Absprachen? Ja. Wer macht nicht? Und deswegen ganz transparent. Ja. Ich habe keinen Helden. Toll. Cool. Ja. Ich bin dafür der Captain. Okay. Ich wollte es nur mal sagen. Nicht, dass wir hier Mist bauen und sagen, ey, jetzt spiel du hier eine Heldenkarte. Nope, ich habe keinen. Ich würde erstmal gerne Nils Vertrauenswürdigkeit testen. Sehr gerne. Du hinterfragst den Captain. Ich kann anbieten, dass ich einen Helden, nicht Lunchen, dass ich einen Helden spiele. Ja. Ich kann theoretisch auch eine Richtungskarte spielen, aber ich habe nur eine Richtungskarte. Das ist, was ich gerade meinte bei Beard. Und deswegen würde ich gerne eher den Helden spielen, weil ich zwei Helden habe. Kann ich das so sagen? Ich habe zwei Helden und eine Richtungskarte. Darf man das sagen, was man hat? Naja, wir wissen es ja nicht. Lügen. Ja. Also ich habe zwei Helden und eine Richtungskarte. Und da habe ich mir gedacht, es macht ja Sinn, dass ich einen Helden jetzt spiele und dann habe ich gleich noch einen Helden und eine Richtungskarte. So. Deswegen würde ich jetzt gerne Helden spielen. Wenn es im Sinne der Crew ist. Ist im Sinne der Crew, kannst du denn dann auch einen blauen? Nach links, ne? Ja, also in die blaue Pfeilrichtung. Mhm, ja, das kann ich. Ja gut, also da können wir uns als Crew ja schon mal testen. Mhm. Also du willst jetzt, dass die Crew alles macht und der Captain sitzt da und Ich will erstmal alle Leute hier rausfinden, was sie zu tun. Okay, okay. Ja, aber gut, also du. Ja. Okay. Das ist cool. Ja. Also was soll ich jetzt spielen, Leute? Du? Nein. Er noch nichts. Er darf entscheiden, wer als nächstes spielt. Okay. Nils, ach ja, stimmt. Du spielst den Helden. Hä? Du darfst. Okay, ich spiele den Helden. Du spielst den Helden. Okay, dann nehme ich mal. Warte, ich nehme den anderen. Den Helden, bitte. Ja, ich nehme den Helden. Ich musste mir einen von den beiden aussuchen. Das ist der mit dem Logo hier. So. Leute, ich habe keinen Bock, dass mein Held jetzt stirbt, also bescheißt mich bitte nicht. Alles klar? Also Nils bestimmt den nächsten. Wenn es gut geht, stirbt er ja. Also, ich habe ein großes Problem, euch zu vertrauen. Nils, ich bin der Captain. Ich habe einen blauen Pfeil. Ich möchte doch natürlich, dass alle heil nach Haus kommen. Du hast einen blauen Pfeil? Ich habe einen blauen Pfeil. Wir brauchen jetzt einen blauen Pfeil. Hast du nicht eben gesagt, wir brauchen einen mit einem blauen Pfeil? Oder hast du einen gesagt? Ich habe sogar gesagt, ich habe einen mit blauen Pfeil. Hat er das gesagt? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ah ja, jetzt eben wolltest du sagen, ja, aber dann, nee, lass mal lieber liegen. Nein, ich habe auch einen blauen Pfeil. Ich wollte es nur noch mal reinwerfen. Also mich kann man gerade auch wunderbar prüfen. Was hast du noch? Ein Held und noch einen Beidrichtungspfeil. Ich lege auch noch einen drauf. Ich habe auch einen Pfeil, der in beide Richtungen geht. Und einen blauen Pfeil. Aber ich habe keine Helden. Du? Ich habe einen roten Pfeil und einen Helden und noch einen Helden. Also zwei Helden. Und einen roten Pfeil. Das glaube ich dir nicht. Ja, das ist aber so. Das glaube ich mir. Ich habe ja zwei Helden. Und du, und weißt du, wenn ich jetzt einen Delfin hätte und jemand würde mich fragen, was hast du auf dem Deck? Und dann wüsste ich erstmal nicht, wie ich den Delfin zuordnen soll, in welche Kategorie. Und das Erste, was er meint, okay, sagt man natürlich, das ist ein Held. Ich habe auch einen Held. Ja. Und dadurch, dass ich zwei Helden habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch zwei Helden hast? Ja, gen Null, weil es gibt ja, also. Genau, also, weißt du, was ich meine? Also, ja, hast du wahrscheinlich einen Delfin und hast dann, okay, wie ordne ich den Delfin zu? Dann bist du ein Held und noch ein Held. Ganz so kurz, also gegen einfach Ehrlichkeit und dein das Overreden hat. Hinter dieser Plexiglasscheibe befindet sich ein Delfinarium. Da bin ich mir sicher. deswegen vertraue ich jetzt erstmal dir, Wirt. Okay. Und lege mal bitte die Karte, damit mein Held hier zur Arbeit alles klar kommt und nicht vernichtet wird. Wie hier. So. Ja. Hm? Jetzt kommt die Auflösung, ne? Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt kommt die Auflösung. Modul 1 wird geöffnet. Sehr schön. Der Captain, der lügt nicht. Das heißt, wir haben Erfolg, ne? Wir drei haben zusammengearbeitet, erfolgreich zusammengearbeitet. Nach jeder Außenmission, so heißt diese Runde, kann darüber diskutiert werden, ob sich alle an die Absprachen gehalten haben. In diesem Fall ging alles gut, aber es kann auch anders kommen. Dazu ist es hilfreich zu wissen, welche Möglichkeiten es noch geben kann. Zum Beispiel kann die App mit einer Chance von 20% und ohne dass die SpielerInnen etwas damit zu tun haben, einen Asteroiden auf eine gespielte Karte raushauen. Diese verschwindet dann einfach im Void, ist also raus.
Anschließend wertet die App die gelegten Karten aus. Zeigen zwei Ingenieure auf einen Helden? Super, so soll es sein. Das Modul wird geöffnet, die Gefahr wurde abgewandt. Zeigen aber zwei Ingenieure zum Beispiel auf einen weiteren Ingenieur in ihrer Mitte, wird dieser eliminiert und verschwindet im Void. Autsch. Zum Schluss wird noch der Delfin gewertet, falls dieser gespielt wurde. Die Karte, auf die der Delfin zeigt, wird auch eliminiert und verschwindet im Void, ist also raus. Die App sagt am Ende einer Runde aber nur, ob eine Karte im Void verschwindet. Sie gibt nicht an, was der Grund dafür war. Der Held, in dem Fall, also der den Helden in auf die Mission geschickt hat, das ist in dem Fall Nils, darf jetzt das Modul betreten und hast jetzt folgende Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt, du darfst jetzt entweder, wir warten kurz diese Cutscene ab, bevor wir zur Entscheidung kommen, du darfst jetzt entweder dir den Astronauten aus dem ersten Modul nehmen oder du nimmst drei Paniksteine. Der Astronaut aus dem ersten Modul wandert dann natürlich ins Void. Wenn ich jetzt keine Karte mehr habe, ne, dann habe ich ja auch verloren, oder? Wie ist das? Wenn du keine Karte mehr hast, dann darfst du am Spiel nicht mehr teilnehmen, ja. Das ist natürlich doof, weil wenn ich jetzt noch weiter auf Mission gehe, ich habe ja noch einen Helden und wenn der sich wieder opfert, dann habe ich nur noch eine Karte, sodass ich jetzt, macht es, glaube ich, in meinem Fall Sinn, dann noch eine Karte zu nehmen. Nils, ich verspreche dir als Captain, ich werde nicht jemanden von dir rausschmeißen. Nach der Runde. Das ist lieb von dir. Es ist aber meine Besorgnis, also ich habe ja noch eine Heldenkarte, die werde ich ja dann noch opfern für ein Modul. Mhm. Also es sei denn, jemand anders macht, aber wir sind ja drei Module, einen habe ich. Das heißt, ich opfer noch einen Helden, dann ist der ja auch schon mal safe weg, weil ihr kriegt ja die Karten wieder hier, eure. Ja, ja. Das heißt, dann habe ich nur eine Karte und wenn ich dann in der Runde sabotiert werde, dann bin ich komplett weg. Mhm. Deswegen, also weil die Heldenkarte ist ja so oder so weg, egal wie was ich mache. Genau, ja. Deswegen habe ich quasi nur noch eine übrig und wenn ich in der Runde sabotiert werde, dann bin ich komplett raus. Deswegen nehme ich lieber die Karte. Du willst mir. Ja, die Gefahr ist natürlich, dass jetzt hier noch ein Delfin ist und dann bist du zum Delfin. Bist du Team Delfin, ne? Ja, scheiße. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, willst du mich nicht in deinem Team haben oder was? Nee, ich möchte nicht, dass du aus meinem Team austrittst und auf einmal ein Delfin wirst. Ja, das ist natürlich richtig. Also ich habe Bock, diese Module zu entkoppeln. Das ist ein gutes Argument, da können Delfinen drin sein. Ja. Also wir können die natürlich auch ins Void schmeißen, weil ich muss sagen, ich kannte die auch nicht. Ja, pass auf. das ist Argument gar nicht so schlecht. Ich nehme die drei Steine kriege ich. Ja. Dann gib mir drei Steine. Ja. Ja, hast auch ein bisschen mehr Macht. Kannst ich dann will auch nicht Delfin werden am Ende. Aber hätte Nils jetzt die Karte genommen, wäre das schon so ein bisschen ein Indiz, dass er risikobereiter gewesen wäre, weil er vielleicht schon Delfin ist und einen zweiten akzeptiert? Könnte man das so sehen? Mm. Weil es ändert sich doch nichts dadurch, dass man zwei Delfine hat, oder? Ja, wenn er schon Delfin wäre, ja. Das meine ich, genau. Hm. Nur so, um das muss die Mindgames zu nachdenken. Ja. Kann man so interpretieren. Aber das Gute ist, ja, ja. Ja, ich sag's dir ja jetzt auch als Captain unter uns, ne? Du könntest theoretisch auch meutern, ne? Und mir die Macht wegnehmen. Warum? Aber ich bin ja kein Captain. Ich bin der Captain, meine ich, aber nicht ein Delfin. Ich meuter dich jetzt ja nicht. Ja, ich will nur sicher gehen. Solange du keine Scheiße brauchst. Ich mach schon keine Scheiße. Der Held alles in meinem Sinne. Wird in den Void geschleudert und wir kriegen die Karten zurück, ne? Genau. Alle anderen kriegen die Karten zurück. Ich krieg die da hinten. Ich nehme mir noch so einen Blitz, weil ich nicht dabei war. Genau. Richtig, ja. Panikstein. Das war's, ne? Fertig? Mhm. Jetzt kommen wir zur Abstimmung des Captains. Okay. Apropos, jetzt gucken wir uns kurz noch an, wie das Modul abgekoppelt wird. Ja. Sweet. Geil, oder? Höchst befriedigend. Tschüss! Erster Step zum Sieg. Und der verschwindet ins Void, ne? Hab ich schon drauf gemerkt. Modul? Ach, das Modul, ja. Okay. Schade. Okay. Ich würde jetzt echt gern wissen, was das gewesen wäre. Hm. Sehen wir am Ende. So. Kann man die so hinten so drehen, dass ich mich dran erinnere? So rum? Ja, finde ich gut. Ja. So? Ich will das natürlich auch noch wissen. Ah, ey, die rutscht also weg. Dann bleib mal stehen jetzt. So. So, was kommt jetzt? Okay. Die Karte wurde ins Void geschlossen, das haben wir gemacht. Ausmission beendet. Und kommen wir jetzt zur Captains-Phase. Das heißt, der Captain muss jetzt eine Entscheidung treffen. Also entweder möchte er das Spaceship fluten, was ihn als Delfin offenbaren würde, oder er bestimmt einen Astronauten, der eine Karte los wird. Das ist natürlich schlau, jemanden zu nehmen, der sich schon verdächtig gezeigt hat, dass derjenige eine Karte ablegt. Ich muss jetzt, ich kann nicht skippen, weil ich würde einfach sagen, ey, ihr wart alle cool,
Mhm. Ich würde weitermachen, aber geht nicht, ne? Das geht nicht. Ich muss Entscheidungen fällen. Du musst Entscheidungen fällen. Ah, ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ey, ich will fluten, da kann natürlich, ja, hier, der Herr ging Nils. Sein Name ist Nils. Nils. Natürlich was dagegen sagen, aber ich werde natürlich jetzt eine Karte wegschmeißen, weiß nicht. Valentin. Du weißt es noch gar nicht, was mit mir ist. Ich weiß, aber mit denen lief alles glatt und ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, deswegen. Das sorry, ist, aber Mann. Du hast halt einfach keine Information, ey, nicht eine negative über mich. Willst du etwa, dass ich hier das gesamte Raumschiff flute? Natürlich nicht, aber würdest du das machen wollen gerne? Nee, lieber nicht. Aha. Na gut, was willst du jetzt von mir? Was soll ich dir geben? Irgendeine Karte. Irgendeine, also ich kann mir die selber aussuchen. Wir müssen jetzt erstmal, genau, wir müssen jetzt erstmal abstimmen, so, ob wir mit dieser Entscheidung zufrieden sind. Okay, also theoretisch wäre ich natürlich nicht, wäre ich dagegen, würde ich mal so sagen, weil ich muss die Entscheidung fällen. Ihr könnt natürlich das was dagegen machen. Ich finde, er hat sich schon zu sehr gefreut, Leute, diese Entscheidung so zu treffen. Also dadurch, dass du drei Karten hast und das Gute ist, du kannst dir eine aussuchen, die du abgibst. Das heißt, du nimmst die für die Crew am wenigsten relevant ist, also dein Delfin schmeißt du weg und das ist gut. Schön, wie du mir hier versuchst, einen Delfin zu unterstellen. Nee, wie war das? Dann guck mal, drüber halten oder was? Genau, drüber halten und quasi beide Hände drüber halten und dann natürlich nur die öffnen. Ich überlasse dir sogar die Wahl, ne? Also so ein schlimmer Captain kann ich nicht sein. Also, du darfst an der Abstimmung gar nicht teilen. Du bist ja der Captain. Aber ich nehme ja teil. Ne? Du nimmst teil. So drei oder mehr brauchst es, um die Karte zu retten sozusagen. Ja, okay. Mhm. Genau. Drei, zwei, eins. Aha. Guck mal, was für Kameraden du hast. Er hätte deinen Arsch retten können, aber nein. Ja. Naja, was heißt Arsch retten? Also erstmal, wieso hetzt du gegen mich? Du hast ihn doch aufgedrückt. Und zweitens, ich investiere doch hier jetzt nicht Steine, weil das ist jetzt. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer was ist. Ja, genau, ist schwierig ohne Information. Ja. Für mich ist halt einfach so, du hast gesagt, du hast zwei Helden. Und wenn ich jetzt sage, du sollst noch eine Karte abwerfen, dann wird es ein bisschen schwierig für dich, weil du nur noch eine Karte hast. Ja, aber du hast mir das ja versprochen, dass du es nicht machst. Genau, ich bin großzügig. Ich bin großzügig. Das heißt großzügig, du hältst dich einfach an dein Wort. Wenn du das jetzt gebrochen hättest, wärst du halt der Delfin. Ja, ist ja so. Ich kann auch einfach ein scheiß Mensch sein. Ja, aber dann wärst du halt trotzdem im Kreuzfeuer des Verdachts. Ja. Also, okay. Ja, also Wirt hat ja auch noch nicht so richtig beigetragen. Er hat als Captain die Vision vorgegeben, aber... Ich wollte sogar als Captain mich hineinstürzen. Ah, doch, aber du hast die Karte gelegt, okay. Ja, und da hieß es natürlich, ey, nee, machst du nicht. Du, okay. Ganz kurz, die Entscheidung wurde akzeptiert, deswegen drücken wir natürlich jetzt auf Akzeptieren. Mhm, okay. Und du musst eine Karte scannen, die du ablegst. Die scanne ich jetzt auch. Wahrscheinlich in Höhe halten? Ich halte die vor allem, ich verdecke die. So. Ich glaube, anders. Nee, von oben. Jetzt ist sie gescannt und jetzt in den Void. In Void. Okay. Ich drehe die kurz, damit wir die andere Karte wieder erkennen. Oder? Nee, so ist es. Nee. Ja, ist gut. Okay. Machen wir uns bereits für die nächste Außenmission. Okay, Leute, wir schaffen das. Noch zwei Kapseln. Mhm. Wie viele Helden haben wir noch? Also, einen haben wir jetzt verloren. Also, ich habe noch einen Helden. Tragisch, aber musste gemacht werden. Du hast noch einen. Du hast gesagt, du hast zwei. Ich habe zwei Helden. Einer davon ist ein Delfin. Nein, ich habe zwei Helden. Und bei dir sind es zwei Delfine. Nee, ich habe einen Helden und eben noch zwei Richtungskarten gehabt, aber habe mich natürlich für die Richtungskarte entschieden, weil ich dachte, es wäre sinnvoller, einen Helden aufzubauen. Ah, ja. Was hast du noch? Wie viel? Du hast einen Helden noch? Ich habe einen Helden. Okay, das heißt, wir haben insgesamt noch vier Helden. Ja? Eins, zwei, eins. Ja, was ist nötig, um eine Meuterei zu begehen? Was meinst du mit Meuterei? Naja, wenn. Wirt ist ja jetzt Captain. Ja, ich bin der Captain. Was müsste passieren, quasi, damit ich jetzt meutern könnte, wenn ich wollte? Du müsstest quasi in der Captains-Phase, also wo der Captain, also nach unserer Außenmission, wo der Captain entscheidet, hey, wird jetzt von irgendwem die Karte weggeworfen oder flute ich das Raumschiff? Diese Entscheidung müsstest du so krass anfechten mit den meisten Blitzen und dann könntest du Captain werden. Dann verliert er seinen Captain-Status. Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, du hast noch zwei Helden, ne? Ich habe noch zwei Helden. Okay, du hast noch zwei Karten, und ich wünsche es mir, dass du einen Helden spielst. Können wir machen? Weil sonst wird es ein bisschen kritisch bei euch beiden. Mhm. Ich bin immer noch nicht sicher, wer der Delfin sein kann. Deswegen machen wir es lieber so, dass alle, bis auf meine Wenigkeit, nur noch zwei Karten haben. Also bitte spiel einen Helden aus. Ja, also ich kann ja nicht anfangen. Also doch, ach so. Ja, also ich kann natürlich den Helden da hinlegen. Mhm. Und dann kommt dann B. Dann müsste der als zweites eine blaue Richtungskarte gespielt werden. Ja. Und als... Ist das nicht egal? Nee. Weil die rote zeigt ja in Richtung C und da ist nichts. Genau. Also ja,
Also haben wir diese Karten? Habt ihr diese Karten? Also wieder ganz transparenter wird. Ich habe eine Karte, die Richtung Blau zeigt und eine, die in beide Richtungen zeigt. Habe ich vorhin auch gesagt, ne? Wir erinnern uns. Mhm. Ich habe eine Heldenkarte und eine, die in beide Richtungen zeigt. Ich habe auch eine, die in beide Richtungen zeigt und eine Heldenkarte, ja. Alright, okay. Ja, ich habe immer noch zwei Helden und eine, die in beide Richtungen zeigt. Mhm. Dann klappt das ja, was wir vorhaben. So nämlich. Es klappt ja. Klar. Okay, dann fange ich. Soll ich jetzt anfangen mit dem Helden? Ja. Weil wir haben ja in alle Richtungen, also abfahren. Genau, theoretisch schon. Also es ist egal, wer da noch dran kommt. Ich muss nur gucken, wer glaube, mir vertraust. Ja, mach mal. Ich vertraue dir gerade. Kein Problem. Das ist jetzt der Held, oder was? Das ist der Held. Das heißt, hier muss jetzt blau in die blaue Richtung und hier muss in die rote Richtung. Mhm. Wer hat blau? Ich habe blau. Solo blau und in beide Richtungen. Wie ist es mit dir, Nils? Ja, wie gesagt, ich habe einen Helden und einen, der in beide Richtungen geht. Ja. Ich würde aber auch gerne verzichten, dieses Mal die auszuspielen, weil dann habe ich nur eine Karte und dann bleibt mir nur noch der Held und den werde ich ja opfern in der nächsten Phase und dann habe ich keine Karte. Deswegen würde ich gerne eine Runde aussetzen. Aber guck mal, wie viele Blitze der schon hat. Mhm. Ja, und? Der hat sich gerade noch nach der Meuterei erkundet. Sieht nach einer Meuterei aus. Ja. Ich kann dir gerne sagen, warum ich gefragt habe. Und zwar, wenn ich oder jemand anderes, mir geht es gar nicht darum, dass ich Captain werde und mir ging es auch gar nicht darum, dir zu misstrauen, sondern weshalb ich gefragt habe, ist, wenn jetzt jemand anderes Captain wird, egal wer es ist, und derjenige muss ja eine Captain-Karte ausspielen. Das heißt, wenn in dem Fall, wenn ich jetzt Captain wäre und ich würde dann meinen Helden als Captain-Karte ausspielen, dann würdet ihr alle sehen, okay, das ist ein Held. Der ist legit. Und wenn ich dann in der nächsten Phase in der Außenmission diese Heldenkarte setzen würde, als Held, würdet ihr alle wissen, okay, safe. Ich bin safe. Und ich wollte einfach nur wissen, wenn jemand anderes Captain wird und ich würde zum Beispiel, pass auf, sagen, ey, du sagst, du hast zwei Heldenkarten, dann mach doch deine Heldenkarte zum Captain. Dann sehen wir alle, okay, du verarschst uns nicht. Dann wüsste ich, und du spielst die aus, dann wäre ich sicher, okay, von dir kommt die Sabotage nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen habe ich gefragt, gar nicht als Misstrauen gegen dich, einfach nur, um zu wissen, ob es eine Option ist, so, das zu spielen. Genau. Mhm. Okay. Okay. Dann verzichten wir an der Stelle auf Nils. Du hattest auch in beide Richtungen, oder? Ich hab in beide Richtungen und ich habe einen blauen. Also ich könnte du hast doch schon. Nee, du hast nee, das war jetzt. Und du? Ich habe in beide Richtungen und einen Helden. Okay, ja gut, dann, dann wird. Okay. Jetzt den blauen, ne? Du musst jetzt scannen. Naja, stimmt. Das gehört zum Spiel dazu. Das ist eigentlich ganz lustig, weil durch diese Handy-Geschichte hast du halt so einen neutralen Spielleiter. Ja. Mhm. Der das für einen übernimmt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also es gibt ja Spiele, wo man denkt, okay, muss das jetzt sein mit dem Handy, aber hier macht es irgendwie Sinn. Ja. Mhm. Okay, Krane, ich bin ein Captain, der die Nähe zu seiner Crew gerne aufbaut. Ja. Ich würde gerne mich mit dir beraten. Wen soll ich als nächstes nehmen? Willst du lieber, dass Nils spielt oder Valentin? Interessante Frage. Nils' Argumentation ist ja, dass wenn er jetzt eine Karte reinwirft, dass er dann nur noch eine Karte hat, weil es irgendwie, weil er dann nur noch den Helden hat, aber er kriegt diese Karte ja zurück. Genau. Wenn es ein Ingenieur ist, den du jetzt reinwirfst, dann kriegst du den zurück. Nur die Helden verliert man. Nee, Nils, das weißt du eigentlich. Nein, das habe ich vergessen. Wirklich, ich habe es wirklich für den Moment vergessen. Ich dachte wirklich, dass die dann weg ist. Aber auch wenn sabotiert wird, kriege ich die zurück. Ich sage der dritte Delfin. Du? Ja, also wenn die nicht getötet wird, dann kriegst du sie natürlich zurück. Also wenn der Delfin sie jetzt nicht getötet hätte, so zum Beispiel. Hm. Wie kann er nochmal Leute töten? Na, der Delfin zeigt immer in eine Richtung. Ach, der zeigt auch in eine Richtung. Okay, und in die Richtung, wo der zeigt, die Karte ist tot. Aber dann weiß ich ja, wer der Delfin ist. Theoretisch schon, ne? Also wenn wir jetzt sehen... Ne, wir können ja alle gelogen haben mit unseren Karten. Nee, aber wenn ich weiß ja, wo der Held liegt. Ach so, jetzt check ich. Okay, es kann ja theoretisch auch, muss ja nicht nur eine Heldenkarte sein, kann ja auch eine Ingenieurskarte sein, die der Delfin ist und okay. Mhm. Leute, ganz kurz, merkt ihr gerade, wie ihr einen auf Unwissen gespielt habt? Okay, ist die erste Runde, die wir spielen und ich habe eine Gameplay-Frage und deswegen bin ich jetzt der Täter. Das macht dich verdächtig, dass du mich nicht angreifst, ehrlich gesagt. Nils, du checkst solche Sachen super schnell. Valentin, das ist sowas, ich gecheckt habe. Ich hab mich für Valentin entschieden. Okay. Ja, bitte ernsthaft. Also, dann spielt einmal eine Runde ohne mich, dann können wir ja sehen. Ey, ganz im Ernst. So. Du kriegst gleich noch einen Blitz dazu, einen Panikbutton. Also, du kannst ja meutern, wenn du möchtest, ne? Ja, noch gibt's ja keinen Grund. Ich will ja gar nicht meutern. Du machst ja bisher alles gut. Alles cool, okay. Ja. Ja, aber ganz kurz. Ich wäre dann für Valentin dann. Ich finde, Nils ist halt so ein bisschen noch. Aber wir können bei ihm zumindest feststellen, ob er das, was er gesagt hat, richtig ist, indem er jetzt muss er ja. Weißt du, was ich glaube? Er steht unter Druck, ne? Spiel haben.
Nee, aber wenn er die jetzt hat und er hat noch die Heldenkarte. Ja. Und das heißt, dann können wir, und wir bestimmen, in der nächsten Runde muss er auch mitspielen, da können wir halt rausfinden, ob er wirklich einfach legit die Wahrheit gesagt hat. Das stimmt. Das ist ein Punkt. Das stimmt. Er hat noch zwei Karten. Er hat gesagt, er hat einmal in beide Richtungen und er hat den Helden. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt sagen. Er spielt einen Helden. Nein, er spielt in die Richtung. Ja. Und in der nächsten Runde sagen wir, dass er den Helden spielen muss, dann wissen wir, ob er richtig lag. Stimmt. Naja, weil du definitiv noch einen Helden hast. Das weißt du ja nur, wenn ich hier ein Captain bin. Nee. Woher willst du denn wissen, dass ich eine Heldenkarte ausspiele? Wir müssen halt einfach spekulieren, dass du jetzt in der nächsten Runde, also nach dieser hier, dass dieses die letzte ist. Dass du dort einen Helden spielst und wir dann nur noch die Schrauben. Ja, aber dann mache ich dir einen Vorschlag. Ja. Dann, bevor ich den Helden spiele, mache ich eine Meuterei und dann nehme ich meine Heldenkarte als offenen Captain. So. Ist doch auch okay. Ja. Ja, gut, und dann machen wir es so. Dann spielst du jetzt die eine Karte aus? Nee, ich dachte, jetzt spielt Valentin mal aus. Ja, vielleicht legst du ja die andere Karte. Ganz ehrlich, ich will auch wissen, was passiert, wenn ich nicht dabei bin. Lass uns lieber überprüfen, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Alter, Fabian, du bist so safe, der fucking Delfin. Wie du einfach, wie du dich fokussierst. Das ist okay, Mann. Valentin, leg bitte die Karte. Okay. Ja, das ist keine richtige Entscheidung mehr. Es ist jetzt ein Gefühl, Fabian. Ihr wolltet die Richtungskarte von mir, richtig? Nur ja, in Rot. Zu gehen. Genau. Mhm. Ich habe in beide Richtungen. Ja, das ist auch gut. Ah, jetzt. Yes. Ja, falsch. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Ist das ein Error? Okay, es hat also nicht funktioniert. Es hat nichts funktioniert. Okay. Steht da irgendeine Info, die ich jetzt über Kopf gerade. Also, Astronaut aus Team Pink verschwindet im Void. Astronaut aus Team Rot, also Wirtz, verschwindet im unendlichen Void. Okay, wer hat Scheiße gelabert? Moment. Unsere zwei Karten sind jetzt weg. Unsere zwei Karten werden im Void verschlungen. Wieso meine nicht? Das müssen wir jetzt Valentin, diskutieren. Hast du etwa einen Delfin, der in beide Richtungen geht? Nee, also ich würde das ja nicht fragen, wenn ich da einen Delfin hingelegt hätte. Warum meine nicht? So, wenn ich das jetzt verdächtig mache, ich verstehe es halt wirklich nicht. Das ist immer die Ausgedacht. Aber ey, lass uns ganz kurz mal. Lass uns mal ganz kurz die Optionen durchgehen, die es gibt. Ey, ich bleib nur hinter mir mit der sicheren Scheibe. Yeah. Nein, also, es gibt folgende Optionen. Die Option A ist, dass es ein Delfin gespielt worden ist, plus Asteroid. Also, wir müssen ja davon ausgehen, dass gerade zwei gestorben sind. 20-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ja, 20, genau. Dann gibt es die Möglichkeit, dass drei Ingenieure in alle Richtungen gespielt worden sind. Ach krass. Dass wir drei Ingenieure ausgespielt haben, anstatt einen Helden. Das heißt. Wer hat nochmal den Helden gespielt? Ich habe den Helden gespielt. Weil er zwei hat. Okay, das heißt in dem Fall. Ich sage mal angeblich. Genau, in dem Fall. Ich hatte die Option gesagt, Krane ja der Schurke, weil du hattest die Aufgabe, den Helden zu spielen. Das heißt, Option 1, Krane ist der Schurke. Option 2 wäre Delfin in die eine Richtung und Asteroid oder was? Mhm. Genau. Oder Delfin in beide Richtungen. Gibt es Delfin in beide Richtungen? Nein, es gibt Delfin nur in eine Richtung. Okay, das heißt, Delfin ist dann zum Beispiel nach rechts gegangen. Zu meinem. Deswegen ist meiner jetzt mit draufgegangen. Ja. Das ist so ein Harakiri. Als Beispiel. Und dann wäre Asteroid. Also, warte mal, Delfin. Du warst. Der Asteroid fliegt immer als erstes ein. Das heißt, also der Asteroid ist auf meine Heldenkarte eingeschlagen. Und. Ach so. Genau, die verschwindet als erstes. Der Asteroid ist auf meine Heldenkarte eingeschlagen. Mhm. Und dann hat Valentins Delfin auf Wirts Karte geballert. Nein. Krass, ist Delfin. Okay. Oder okay. Der Asteroid immer als erstes. So, nochmal ganz kurz. Wo war deine nochmal? Das ist meine Karte. Das ist deine? Ja. Okay, das heißt, das ist safe, wenn es einen Asteroid gibt, safe, dass du den abbekommen hast. Ja. Könnte das auch sein, dass der Delfin einen Asteroid abbekommt? Ist das Friendly Fire? Ja. Nein. Ja. Das höhere Macht. Ja. So, das heißt nicht, dass du unschuldig bist. So, nur weil du den Asteroid abbekommen hast. Das heißt, in der Option ist es auch eine Option, dass du der Delfin bist. In der Option davor wäre es safe, dass du der Delfin sein musst. Das heißt, in zwei der besprochenen Optionen ist es schon mal noch eine Möglichkeit, dass du der Delfin bist. Okay, und dann der zweite Schritt ist verschlingt Team Rot, also Wirts Karte. Genau, so. Und Wirt war die. Da. Ja. Okay. Mhm. Das heißt, entweder da ist ein Hase, hier ein Delfin, der in die Richtung guckt. Ja. Mhm. Oder Asteroid. Delfin. Und welche Option gibt's noch? Und es gibt die Option, dass hier nur Astronauten liegen, die in beide Richtungen zeigen.
Okay, aber das ist ja echt unwahrscheinlich. Also dann würde das ja bedeuten, dass zwei Leute gelogen haben. Weil Wirt hat klar gesagt, er hat den... Nee, es muss ja nur einer lügen von beiden. Wieso? Weil du guckst ja nur in eine Richtung. Ja, aber wenn der andere dann sagt, er spielt die Karte, die in die andere Richtung geht und dann beide in die gleiche Richtung schauen, dann... Es reicht auch nur einer. Ach so, nee, das kann natürlich auch sein, dass... Zum Beispiel, ich hatte... Genau. Du hattest nur in welche Richtung? In die Richtung. In blau hatte ich. In die blaue Richtung. Ah, okay. Ja, dann würde es, glaube ich, heißen, dann gäbe es noch die Wahrscheinlichkeit, dass hier einer in beide Richtungen liegt, der quasi erst wird ich getötet und dann gleichzeitig wird ich dadurch, dass die vermeintlich in beide Richtungen zeigt, tötet die mit dem hier zusammen. Okay. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nur, ich habe ein Teammitglied verloren und ja, ich auch. Ich auch. Wir auch. Aber. Ja, nein. Ja? Delfine, die sind halt so ein bisschen selbstmörderisch unterwegs. Ne? Hm. Die opfern sich und bringen andere noch mit um. Warum sollte ich das dann machen, wenn ich der Captain bin? Dann würde ich auch gleich fluten. Also ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob du überhaupt diese Option so auf dem Schirm gehabt hättest mit den verschiedenen Ingenieuren und so. Glücksdelfin, meinst du? So ein bisschen, hat so ein bisschen Glück mitgespielt. Nee, ich meine, also wenn du jetzt, wenn das die Ingenieurvariante gewesen wäre, meine ich. Nee, das hätte ich. Also können wir eine Sache festhalten, und das war auch ein Wunsch, weshalb ich nicht spiele. um einmal mich auch aus der Schusslinie zu nehmen, weil wenn das schief geht, das klar ist, ich bin nicht der Delfin. So. Und wir haben bisher noch keine Karte aus dem Deck genommen. Mhm. Wir wissen aufgrund der Spielregeln, dass ein Delfin ausgeteilt wird und einer im Deck ist. Das heißt, dadurch, dass der Delfin gerade sicher gespielt haben muss, bin ich super sicher nicht der Delfin. Ja, das heißt, einer von den beiden ist es. So, oder? Ne, ich kann es auch sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch eine Karte gespielt. Ja. Genau, du kannst es auch sein. So, okay. Aber ist es klar, ich bin es nicht. Ja. So. Das ist er, oder? Ja. Aber es kann natürlich sein, dass es zwei Delfine sind. Nee, aber der eine ist ja im Deck. Ach, das ist sicher so. Ist es sicher so, dass einer im Deck ist? So habe ich es verstanden. Oder ist einer noch in den Schleusen? Achso, okay, ja, dann. Ich höre nochmal nach, aber ich meine. Okay. Ja. Okay. Dann ist das eine wirklich gute Argumentation. Mhm. Das heißt, Nils ist wirklich aus dem Schneider. Ey, Nils, denk dran, er wollte nicht, dass du eine Karte ablegst. Also. Ich hab schon gemerkt, wer mich gefrontet hat. Deswegen. Und Fabian hat mich sehr krass gefrontet. Mhm. Mhm. Ja, also ich finde, die Regeln sind nicht ganz eindeutig. Nee, wirklich nicht. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass am Anfang direkt zwei Delfine in den Teams ist, in den Probepartien. Pro-Gamer hier. Also, aber was passiert jetzt? Jetzt sind erstmal alle tot, oder? Nee, zwei sind tot, zwei einer ist am Leben. Tot. Meine Karte ist tot. Und meine Karte ist tot. Ja. Also der Delfin und der, ne? B war ich, ja. Ich habe ja überlebt. Hätte ich die Karte zurück. Genau, hätte ich die Wahl, euch jetzt zu zeigen, was ich da gelegt habe? Nein. Okay. Also, du darfst niemals Karten offen zeigen jetzt. Ja, aber okay. Mhm. Ne? Aber jetzt kommt die nächste Phase, da muss jetzt wieder jemand eine Karte ablegen oder wir fluten. Stimmt's? Ja. Oder ich flute. Also oder ich flute oder ich suche jetzt jemanden aus, der eine Karte ablegen soll. Mhm. Und Krane, ich möchte, dass du eine Karte ablegst. Bestenfalls natürlich keine Heldenkarte. Ja. Bestenfalls nehmen wir nicht in die nächste zur nächsten Mission. Mhm. Also ich habe ja noch zwei Karten. Ich habe noch einen Helden und einen, der in beide Richtungen zeigt. Ja, okay. Also spiele ich die in beide Richtungen zeigt. Müsste ich dann. Hast du noch einen Helden? Ich habe einen Helden und in beide Richtungen. Und du hast noch einen Helden? Ja, und einen in beide Richtungen. Okay, nicht, dass uns die Helden ausgehen. Mhm. Nee, ich habe noch einen Helden auf jeden Fall. Ja. Aber. Aber die Ingenieurskarte schon echt gut, wenn die in beide Richtungen geht. Wir müssen noch zwei deaktivieren. Ja, nehmen wir Ingenieurskarte. Ich? Ja. Naja. Aber das muss, also er kann sich das doch aussuchen. Wir wissen das ja nicht, ob er die. Wir wissen es nicht. Er kann ja jetzt auch lügen. Das meine ich. Also ja. Die Frage ist ja völlig überflüssig, wenn er am Ende sich nicht daran halten muss. Leg eine Karte ab. Hör auf dein Herz. Naja, okay. Aber wir müssen jetzt erstmal darüber abstimmen. Haben Delfine auch ein Herz oder haben die weniger? Nee, ich glaube, es sind keine Würmer. Ne? Würmer haben mehrere Herzen, ne? Aber charakterlich. Ah, ja. Oft. Ich muss ehrlich sagen. Du kannst jetzt mitvoten, ob du jetzt. Seid ihr damit alle einverstanden? Ob du damit einverstanden bist oder ob du meutern willst. Also nach allem, wie du gegen mich gehetzt hast, hast du in mir keinen Verbündeten, der auch nur einen halben Stein für dich opfert. Wie sieht's mit dir aus? Ja, ich finde dadurch, ja, wobei, also ich kann mir noch nicht sicher sein, ob Wirt es nicht ist. Bei Nils eben wurde ich doch durch diese Argumentation überzeugt. Aber okay, ja.
Aber wir haben auch noch nie, also ich habe nur noch einen Blitz. Das heißt, ich kann diese Entscheidung gar nicht allein anfechten. Hast du noch zwei? Ich hätte noch zwei, ja. Genau. Also, wir haben halt auch noch nie einen anderen Captain hier am Tisch gesehen. Ja, weil es die erste Runde ist. In diesem Raumschiff. Nee, wir sind ja schon in der zweiten Runde. Ja, gut. Und wenn der nächste Runde auch der Captain ist und wir wissen noch nichts über ihn wird. Also, er hat natürlich immer so ein bisschen die Dinge angeleitet und so, aber wir wissen noch nichts Konkretes. Also, es würde sich vielleicht auch mal lohnen, jemand anderen auszuprobieren. Vorschlag. Ne? Wir spielen es danach so, dass ihr es. Dass ihr mich als Zweiten wählt, als B, der dann den Ingenieur nach rechts zeigt. Ganz transparent. Ne? Du verlierst ja diese Karte ja jetzt gleich. Ich opfer mich als Captain, um zu beweisen, dass ich nicht ein Delfin bin. Ist doch. Aber wir wissen ja immer noch nicht, was du da. Ja, aber ich will die Karte spielen. Ich könnte einfach sagen, ich spiele die Karte als nächstes. Darf das so spielen? Dass er was macht? Dass er jetzt den Captain ausspielt als Ingenieur, der nach. In der nächsten Runde. Naja, wenn er als Captain. Ja, natürlich darf er die Karte spielen. Wenn er noch Captain ist, sollte er den Captain-Status jetzt verlieren, dann wandert diese Karte ja in den Void. Ja, aber das ist doch mega. Ja, dann, aber ihr wollt ja nicht, dass ich jetzt als Captain abdanke, weil dann könnt ihr ja immer sagen: Okay, jetzt habe ich zwei Karten hier in der Hand. Ja. Aber ihr wisst nicht, welche ich spielen werde. Aber wenn ich die Karte offen habe als Captain, dann werdet ihr sehen: Der Typ, der arbeitet und guckt auch nach rechts oder in Richtung Rot. Aber das ist doch okay, spielst du das aus. Mhm. Dann muss ich einfach nur hoffen, dass die anderen beiden die richtigen Karten spielen, weil ich dann definitiv nicht ein Delfin bin. Und dann. Das stimmt, ja. Obwohl er sich natürlich jetzt mit dieser Aktion auch irgendwie das dein Vertrauen erschlichen hat. Du bist halt der Einzige. Wieso erschlichen? Das ist nicht mehr erschlichen, das ist einfach ganz transparent. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich habe ja noch einen Helden. Wenn wir beide jetzt spielen, dann wäre es bei dir klar, du spielst den, das heißt, du bist safe. Ich bin rein mathematisch auch safe, das haben wir jetzt müsst auf blau spielen. Schlussgefolgert. Das heißt, ich könnte den Helden spielen oder ich könnte die Rechts- oder Linkskarte spielen. Ja. Das heißt, nur eine Variable wäre da drin. Genau. So, und dann hätten wir. Ich würde Valentin dann spielen lassen, weil mir Fabian noch ein bisschen verdächtiger tatsächlich erscheint. Und Valentin hat jetzt die Chance, noch mal zu beweisen, dass er auf der guten Seite steht. Wobei. Er eben auch als einziger seine Karte natürlich wiederbekommen hat, ne? Aber es kann ja immer noch sein, dass ein Asteroideneinschlag war. Ja. Oder, wie gesagt, also, oder ist es halt ein Delfin, der einfach sich umbringt und den anderen auf. Das ging ja auch, oder? Aber Fabian, erklär mir doch noch mal, warum Wirts Plan schlecht ist. Also warum ich dadurch nicht mehr Vertrauen danach für ihn habe. Natürlich, das ist natürlich eine recht einfache Variante für ihn, zu zeigen, dass er vermeintlich nicht der Delfin ist. Aber wissen tun wir es definitiv trotzdem nicht. So. Also wenn die zweite Runde, beim nächsten Versuch das hier funktioniert, dann würde ich vorschlagen, dass wir das hier nochmal machen, weil wenn ich die Option habe, hier, sagen wir mal, hier ist ein Delfin, ne? Ist es aber nicht, und sage, okay, ihr wollt es nicht, dann muss ich die verdeckte Karte hier spielen, wo ich sage, ey, es geht in beide Richtungen, dann müsst ihr spekulieren, ob es richtig ist, aber wenn ich sage, der wird gespielt, der kommt wieder zurück, wir machen es nächste Runde genauso, der wird gespielt und dann ist alles cool. Mhm. Gehen wir auf Nummer sicher. Mhm. Und Delfin würde sowas nicht machen. Bleibt die offen? Die Karte bleibt offen. Auch wenn er sie zurückbekommt? Ja, die wird immer offen. Ja, das ist doch mega geil. Ein Delfin würde sowas nicht vorschlagen, weil das wäre einfach mega dumm. Ja, aber das wäre kein schlauer Delfin. Und wie wir alle von Douglas Adams wissen, sind Delfine die intelligentesten Wesen der Welt. Ja, Mäuse sind noch schlau. Ach, stimmt, Mäuse sind schlau. Ja. Okay, dann lass es doch machen. Also wir haben zwei von drei sind safe. So, wenn wir das so spielen, safe, wenn ich spiele, ist safe. Ihr könnt euch aussuchen, Du könntest übrigens auch noch aussuchen, dass ich einen Helden spiele. Dann könnte ich auch noch mal unter Beweis stellen, dass. Dann würde ich jetzt meine andere Karte ablegen, dass ich kein Delfin bin. Leg mal deine Karte ab und wir denken dann noch drüber nach. Warte mal. Nein, versucht uns zu verwirren. Ja. Nein, nein, es ist einfach nur so, okay, du bestimmst mich. Aber was wir jetzt gleich auf der nächsten Mission machen, können wir noch mal besprechen. Aber ich könnte zum Beispiel Wenn die nächste Mission schief geht, ja, dann ist einer von euch beiden ein Delfin. Wir haben es doch festgestellt, dass ich kein Delfin sein kann. Dann bist du vielleicht ein Delfin. Wir reden uns im Kopf. Lass uns mal deine Entscheidung. Lass uns mal so. Okay. Also du wirfst jetzt eine Karte ab. Okay, also diese Entscheidung müssen wir natürlich noch. Haben wir doch schon entschieden. Nee, wir müssen. Achso, okay, dann votet mal. Drei, zwei, eins. Okay, ich werfe jetzt alles bis auf meine Heldenkarte. Ja, die Heldenkarte. Kappa. Du wählst die Heldenkarte? Nein, die ich loswerde. Welche behältst du jetzt im Deck? Ich wähle die nach beiden Seiten ausschlägt. Aber warte mal. Guck mal. Nur mal ganz kurz. Nein, ernsthaft. Ich will nur mal was checken. Mhm. Nicht, dass wir in so ein Ingenieurskill-Desaster geraten. Ja. Weil, wenn ich jetzt gleich. Wer spielt gleich den Helden in dieser Runde?
Ich das darf, können wir dann danach bestimmen. Ich darf entscheiden, wer als Erstes spielt. Also entweder du oder du. Ja. Kann ich. Also Moment, aber er hat auch vollkommen recht. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Wenn was, du noch, wenn, weil was du ich hast sage, noch eine Karte. Ich habe, mein Ingenieur hat guckt in beide Richtungen. Dein Ingenieur guckt in? Beide Richtungen. Dann gehen wir auf Nummer sicher und ihr spielt beide Ingenieure, die in beide Richtungen gehen. So, und ich den Helden. Und wenn er dann jetzt nämlich einen Ingenieur ausspielt, Moment, sind die alle tot. Moment, du spielst keinen Ingenieur, du spielst keinen Helden. Du bist raus. Dich nehmen wir nicht auf die Mission. Ich spiele eine, er spielt eine Karte, ich spiele eine Karte und Valentin spielt eine Karte. Weil stimmt, ich ja will meine Karte spielen, ja, um zu beweisen, dass ich versuche, das Schiff ja zu retten. Hast du noch einen Helden? Ich habe auch noch einen Helden, ja. Ja, okay, dann. Ist doch egal, dann müsstest du einfach nur Held. Guck nach rechts und ja beide Richtungen, dann ja gehen wir auf Nummer sicher. Ja, dann spielst mhm du den Helden aus. Okay. Und dann sagst du, dass ich weitermachen muss und dann ist Nils dran. Mhm. Wunderbar, ja, klar. Ja, dann lass cool das so machen. Dann machen wir es so. Und mich so schließt jetzt aus hier. Okay, ich ja werfe jetzt erstmal. Ich schließe jetzt erstmal meinen Ingenieur, mhm, der in beide Richtungen zeigt, aus. Mhm. Und wenn das akzeptiert jetzt gleich schief geht, dann bist du wieder dabei, weil Valentin der Verdächtige ist. Dann ist Valentin der Mörder. Akzeptieren, ja, weniger als drei. Also, weil wenn, ja, wir werden das sehen. Oh Mann, Stress. Okay, nächste Mission. Okay. Wie gesagt, ich könnte auch als Held teilnehmen. Mhm. Hey, sorry, ich kann bei deinem komischen Blick kann ich einfach nicht okay standhalten. Das ist halt einfach so. Also, Nils, du legst jetzt erstmal eine Karte, du legst einen Ingi. Nee, warte, du legst einen Helden und ich lege dann. Nee, ich leg den Helden. Ach, du legst den. Ja. Okay, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich will also den hier einfach abspielen, damit das heißt, alles cool ist. Ich leg auf A jetzt oder was? Oder wie? Du legst dort einen Ingenieur. Du bestimmst das doch. Warte. Als Captain. Ich leg einen Ingenieur. Du legst jetzt einen Ingenieur auf A, der Richtung C guckt und ich hab einen. Nee, ich hab einen, der in beide Richtungen guckt. Ja, dann ist es ja egal, oder? Ja, das ist nur wichtig, nicht, dass es ja wieder dieses Kill, diesen ja, ja, genau, wir wollen ja nicht uns gegenseitig killen. Genau. Aber das geht von der Logik, es geht auf, oder? Wenn ich jetzt als Zweites die Karte lege, der geht ja nach rechts, nach rot. Du guckst dann in diese, genau, ich guck in beide und da ist der Held. Genau. Wunderbar. Ja, alles klar, machen okay wir safe. Fang ich jetzt an. Okay. Ihr macht. Und ich gucke in die andere Richtung, oder? Ich bin wir werden sehen, ob ich diese Mission jetzt klappt hier. Ich bin, ne? Ja. Und dann ist. Ja. Du hast jetzt nicht getan, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Nein, nein. Ja, also, ja. Das wäre ein Kartenspieler. Kartenspieler-Tricks hier. Ja. So, jetzt Valentin. Und wenn die Mission jetzt gut geht, ist cool. Ja. Und dann können wir es gerne nochmal machen. Aber wenn es jetzt schief geht, dann haben wir ein Problem. Hey, wenn die jetzt schief geht, wissen wir, dass Valentin der Bösewicht ist. Ja. Also. Dann wissen wir das definitiv. Sieht gut aus, ne? Das sieht gelungen aus. Ja, ich würde auch. Modul, sagen. Ja. Ja, alles andere aus hätte auch nicht sein können. Ja, genau, sieht gut aus. Okay, wer hat den Helden gespielt? Walle. Ich hatte den Helden, ja. Der kann einmal aufgedeckt werden. Wo liegt der? Also der darf jetzt wirklich umgedreht werden. Ja. Ach echt? Ja, wurde er eben ja auch schon. Ja. Okay. So, Leute, ich bin Modul bei drin und jetzt hat er die Möglichkeit, entweder sich die Karte von Modul 2 zu nehmen oder drei Panikzweine zu ziehen. Das Problem ist wieder da, dass es natürlich ein Risiko gibt, dass du den Delfin ziehst und dann würdest du auf einmal schurkig sein. Ja. Mhm. Deswegen würde ich auch eher vorschlagen, du nimmst die drei Steine. Ja? Was ihn aber auch verdächtig machen würde, weil wenn er Delfin ist, und es ist ja noch die Möglichkeit da, dass auf dieser Hand Delfin ist, dann hat er auf einmal mit seinen zwei Steinen plus die drei Macht, Entscheidungen zu meutern und dann. Nee, dann lass uns das doch so machen. Dann soll er doch ruhig meutern, weil er dann der Captain wird und kann die Karte dann aufdecken. Genau. Und wir wissen dann, was dass er dann auch clean ist. Damit kann ich mich komplett hier als unschuldig beweisen. Genau. Das ist perfekt. So, und ich werde weiterhin und ich werde die Captain-Karte spielen. Ich werde die genau schön hier hinlegen, damit ihr wisst, das ist die Karte, die ich nochmal umgedeckt habe, weil ich nicht mehr der Captain bin. Aber das ist die Captain-Karte, die ich auch ausspielen will. Und ich spiele den Helden, du spielst das wieder und welche Karte hast du noch? Ja, in beide Richtungen. Beide Richtungen. Ja, perfekt. Das ist GG. So, dann haben wir gewonnen. Stimmt. So. Theoretisch. Ja, also. Dann nimm mal theoretisch. Die drei. Und ich würde jetzt. Drei, ja. Willst du jetzt meutern gleich? Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ja, doch, macht Sinn. Macht Sinn, natürlich. Klar, genau. Ja, klar. Also, Meuterei. Ja. Genau, Meuterei. Du bist jetzt der Captain. Zack. Warte, ich ziehe erstmal meine Karte wieder zurück. Das ist die hier. Ich hab das ist die Captain-Karte. Das ist meine Captain-Karte. Ich lege sie genau hier hin. Ich werde sie nicht wegbewegen. Die ist ja weg, ne? Die ist in den Void. Die geht in den Void, genau. Plus Modul 2 geht. Zack, in den Void. So, okay. Du bist Meuterei. Das ist immer noch die Karte. Ich leg die Karte ganz weit weg. Ja, hier. Meuterei, Meuterei. Meuterei. Du bist der Captain. Mhm. Genau. Du musst die Blitze abwerfen. Alle, oder was? Nee, drei, oder? Drei.
Oder? Nee, warte. Fahne? Nee. Moment, stopp. Ja, ja. So. Es muss erstmal voten. Wir müssen jetzt erstmal die Außenmission beenden. So. Genau. Und jetzt muss sich der aktuelle Captain entscheiden, flutet er oder bestimmt er jemanden, der seine Karte ablegen muss. Ich möchte, dass du eine Karte ablegst. Okay. Die anderen können sich natürlich dagegen wehren. Moment, dann ist aber... Und bei der Meuterei sagst du dann, ja, Krane muss die Karte nicht ablegen, aber du bist jetzt der Captain. Und ihr müsst dann bestimmen, ob ihr mit der Meuterei zustimmt. Weil er dann die meisten Steine hat. Theoretisch müsstest du jetzt alle Steine benutzen, um der Captain zu werden. Ja, wenn du jetzt deine Karte jetzt abgibst, dann bist du aber doch tot und raus. Ja. Okay, wir sind uns aber halt noch nicht sicher genug und wollen das deshalb noch nicht... Nee, wir wollen ja, dass du Captain wirst, weil wir wollen, dass du Captain wirst, dir ja vertrauen können. Damit ja, du deine letzte ja. Karte, die du dort hast, nochmal aufdeckst. Ja, was ich nicht verstehe, ist, warum kannst du denn sagen, er muss die Karte jetzt nicht abwerfen? Hä? Oder habe ich die endgültige damit Entscheidung, die Meuterei, weil wir die Meuterei erst genau. machen? Ach so, okay. Die Entscheidung ist Grundlage für die Meuterei. Verstehe. Und Krane ist ja kein Faktor mehr, wenn du nicht bescheißt und wir halt auch nicht, ja. dann ist das ja kein Faktor mehr. Da hast du recht. Okay, wunderbar, lass uns das so machen. Ja. Dann geht's jetzt in die Abstimmungsphase. Mhm. Oder ja. werfe ich einfach nur meine Blitze? Aber das geht aber nicht darum, wer am meisten auf der Hand hat, sondern wer am meisten in die Entscheidung reingeschmissen hat, ne? Genau. Ja, dann macht es ja Sinn, alle abzuwerfen. Also alles andere. Wieso? Reicht drei. Drei reichen. Ja, aber du ich sehe ja nicht, was. Du musst ja auch abstimmen. Du kannst ja zum Beispiel auch sabotieren und sagen: Hoho, ich habe jetzt gar keinen. Ich habe jetzt alle Steine benutzt. Nein, du musst schon alle in die Hand nehmen, damit du entscheidest, wie hier einen. Ich meine, ihr wisst, dass ich es nicht bin, aber dann mach's. Ich habe, wie viel habe ich? 4. So. Okay. Also du musst jetzt, du darfst keine abwerfen. Ja, ich hab schon verstanden. Okay, ja. Nee, ich wollte es nur nochmal. Ja. Ja, dann sehen wir es jetzt, ja. Okay, los. 3, 2, 1, go. Okay. Ja. Wunderbar. Du bist jetzt der neue Captain, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und du darfst jetzt deine letzte Karte aufdecken. Genau, das tue ich auch. Hier, wie ich gesagt habe, mein Ingenieur. Ja, mega. Dann, dass du jetzt bestimmen, wer zuerst spielt. Also, jetzt müssen wir rechnen. Das ist halt der Kapitän, der nur in eine Richtung gucken kann. Und zwar ist es rot. Es ist rechts. Das ist die Karte, die ich vorhin abgelegt habe. Das heißt, ich habe Held. Einmal und ganz kurz. Du nur den. Kannst du die einmal bitte scannen? Deine. Oh ja, klar. Also, weil du die kommt in den Void, ne, die Captain-Karte. Warte kurz. Moment, der Captain kommt jetzt ins Void? Ja, weil der Captain ist ja gestürzt worden. Ja, aber okay, dann ist meine Argumentation. Das egal, hättest du ja mal sagen können. Weil das wusste ich jetzt nicht, aber zum Glück habe ich natürlich noch meinen Ingenieuren hier. Warte ganz kurz. Ja? Ich habe noch nicht gescannt, ne? Weil Was steht da jetzt? Ihr habt genug Panik investiert, um den Captain zu stürzen. Schleudert die Captain-Karte in den unendlichen Void. Oh. Genau, also, anstelle eine neue. Ist meine Argumentation. Ey, ganz im Ernst. Ich meine, eine 200 IQ-Aktion, die kann ich nicht machen. Ja. Ganz im Ernst. Ich wusste aber davon das nicht. Eine aber es wäre eine richtig gute eine Aktion gewesen. Ja, auf wenn jeden du jetzt fucking der Team bist, nein, einmal einfach nur einfach weg. Ablegen. Und dann kriegst ich du das meine ja. auf lange Hand geplant. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Ja. Aber nein, bin ich nicht. Das hier ist mein Ingenieur, der in beide Richtungen schaut. Der muss jetzt offen hinlegen. Max. Genau. Okay, aber jetzt müssen wir echt genau aufpassen, weil welche Reihenfolge wir spielen. Also ich habe Helden und Ingenieur in beide Richtungen. Du hast Ingenieur in beide Richtungen und wen hast du da? Ingenieur, der in beide Richtungen guckt. Ich habe noch einen Helden. Ja, schön. Hat er Flossen? Er hat keine Flossen. Okay, also. Dann, wenn ihr beide in beide Richtungen habt, ist es scheißegal. Eigentlich, ne? Dann ist egal, wer was macht. Ja. So. Dann, Valentin, du darfst entscheiden, wer von uns als erstes die Karte legt. Ganz kurz. Ja. Nein, hör nicht mehr zu. Nein, mach einfach. Ich will ihm das trotzdem noch anhören. Ich könnte ja zum Beispiel als Held in dieser Mission fungieren, um nochmal zu zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin. Ey. Das ist richtig. Allerdings, wenn die Mission jetzt schief geht, dann wissen wir, es ist Nils und ich käme nie auf die Aktion, auf die Idee, dir meine Macht abzugeben, um zu zeigen, dass ich unschuldig bin, um am Ende einen Delfin auszuspielen. Wieso? Das könnte auch voll die... Ich bin vorher nicht... Das wussten wir vorher nicht, dass der Captain den Wort rausfällt. Wenn das so wäre, hätte dann hat er es verdient. Das stimmt eigentlich. Und dann hast du auch, gewinnst du auch mit Respekt. Deswegen lass uns jetzt machen. Ich nehme mich leider nicht mit auf die Mission, Fabian. Es tut mir leid. Du bist leider heute nicht lass dabei. Deswegen, Nils, spiel doch mal deinen. Du hattest den Helden, richtig? Helden, ja. Oh Gott, jetzt ist es Nils. Nein, ich bin's nicht. Ey, ich hab's doch auch wirklich euch schon hergeleitet, weshalb ich das nicht sein kann. Ja.
Oh, nur mal gucken, ob es auch die richtige war, nicht, dass ich falsch kann lassen. Jetzt bin ich dran. Nee, also Nils muss das bestimmen, aber. Achso, ach so, sorry. Ja, ja, mach. Ja, ja. Oh, ja, jetzt, ja. Du hättest jetzt eigentlich auch. Egal. Du hättest vorhin auch sagen können, dass es jetzt Krano macht und du spielst jetzt deine letzte Karte. Genau. Sorry, das. Ja, das war ja schon. Na? Ja. Es sei denn, du hast beschissen, dann würde ich jetzt nochmal drauf zurückkommen und sagen, es ging natürlich nicht. So. Was ist da passiert? Modul 3 kann betreten werden. Das war ja dann also jetzt schon mal erfolgreich. Ja, das heißt, wir haben es geschafft, oder? Ist doch fertig. Wir müssen noch nur die 3 abwerfen. Ich ziehe jetzt die letzte Karte, da ist der Delfin. Und du wirst ein Delfin. So. Oh, wir haben es alles genau. Also entweder der den Helden gespielt hat, entweder Paniksteine. Und jetzt in der nächsten Entscheidung könnt ihr quasi dann die Systeme neu starten. Und dann hätten wir als Astronauten gewonnen. Und der Delfin hat verloren. Und, genau. Ja, also macht es ja voll Sinn, dass ich keine Karte ziehe. Das ist ja Quatsch. Also riskiere ich ja nur, dass ich Delfin werde. Dann nehme ich mir jetzt 3 Steine. Und flute es jetzt alles, weil du die meiste Macht hast. Ja. Und dann ist mein Held ist ja weg. Der war ja hier, ne? Mhm. Soll ich ihn jetzt aufdecken? Oder? Ja, du kannst ihn aufdecken. Das war wieder der gute alte Jimmy. Ach, der gute alte. Und es könnte halt jetzt einfach ein Pro-Move von dir gewesen sein, weil du der Delfin bist, dass du halt jetzt flutest. Ja. Mhm. Ah, nee, du bist nicht Captain, du bist Captain. Mhm. Das heißt, du müsstest entscheiden zu fluten. Kann ich aber wenn du jetzt entscheidest zu fluten, könnte Nils natürlich was dagegen sagen. Ja. Ja, absolut richtig. Die Karten kommen zurück. Rot und. Ich weiß gerade gar nicht, welche ich hatte. Doch, das war deine. Und die Außenmission wird beendet. Und jetzt können die Systeme neu gestartet werden. Dann hätten wir gewonnen. Okay. Captain, was machst du? Oder du kannst Captain, du kannst auch fluten oder du kannst jemanden zwingen, eine Karte abzuwerfen. Ja, also ich finde, nur Neustarten macht in meiner Position gerade Sinn. Mhm. Ja. Jetzt bin ich mir irgendwie noch unsicher. Wieso? Kannst du mir jetzt, ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ja, ich weiß, aber irgendwie dein Blick war mir zu verschmitzt gerade. Wir haben gut. Dieses Verschmitze. Gut gemacht, Valentin. Ja, genau. Aber egal, was du machst, wenn du nicht Neustart machst, dann schmeiß ich einfach alle meine Steine Neustart. Ja, nee, also ich bin auch klar für Neustart. Ich habe mich schon entschieden, wir starten das Ding neu. Ich kann auch einfach für die Geschichtsbücher sagen, ich will der Captain sein, der das macht. Ja. Vote trotzdem dich raus. Okay, dann voten, bekommen wir zum Vote. Erstmal musst du ja sagen, welche Aktion. Ja, Neustarten. Halt. Neustarten. Jetzt kommt der Vote. Genau, votet einmal auch alle eure in die Hand, damit es ein fairer Vote ist. Ich vote ja nicht mit. Genau. Du bist der Kern. Sinn. 3, 2, 1. Ich bin natürlich dagegen. Aber es sind nicht genug, deswegen akzeptieren weniger als 3 Panik. Und das Spiel wird enden. Und die Astronauten werden gewinnen, fortfahren. Falschen Knopf gedrückt. Yeah! Yeah. Die lang lebe die Menschheit. Haben verloren. Yeah. Was steht hier noch? Das Raumschiff wurde Schweine. Neu gestartet. Auch Wasserschweine genannt. Sanftes Summen der Motoren ist wieder zu hören. Die Delfine finden sich mit ihrem Schicksal ab. Die Reise kann weitergehen. Nur wohin? So, alle Karten mal auflegen. Ich hab noch Smash. Warte, die Cutscene gucken wir uns noch an. Die Cutscene. Oh. Ja. Das fühlt sich nach Erfolg an. Oh, ja. Nice. Ich hole wieder in die andere Richtung. Dafür habe ich neu gestartet, Leute. Erst ein U-Turn. Und er kommt wieder in die andere Richtung. Wer ist Captain? Valentin. Und damit ist das Spiel vorbei. Und sag mal nochmal deinen Schurken. Ich hatte noch einen Helden, aber ich war tatsächlich Delfin, den ich dann vorher abgeworfen hatte, in der Hoffnung, um auf Nummer sicher zu gehen. In der Hoffnung, dass ich quasi die Außenmission machen kann, wenn ich doch nochmal auf Mission geschickt werde, um mir dann 3 Paniksteine zu sichern, um quasi Captain zu werden. Das war dann noch meine einzige Hoffnung. Weil deswegen hast du mich dann nochmal versucht zu überzeugen. Also ja, ich finde, es war zwischendurch so super dumm. Also das hätte ich erstens, also ich habe halt zwischendurch hier, als das nicht geklappt hat, als hier 2 gestorben sind, habe ich eigentlich wollte ich euch nur erstmal nur verwirren, habe ich einen Ingenieur in beide Richtungen gelegt. Aber es war wenig zielführend, weil ich habe erst dann gecheckt, wir sind gerade nur, also niemand ist ins Modul gegangen, das heißt, ich bin als Delfin alleine. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch alle eliminiere, ist gen null. Das heißt, ich muss eigentlich die Taktik fahren, das Schiff zu fluten, dazu muss ich Captain werden. Das habe ich aber erst super spät gecheckt und bin erst viel zu spät, habe dann aber so Quatschzüge gemacht, die mich natürlich dann total verdächtigt haben. Ich hätte einfach mitspielen müssen in der Hoffnung, dass ich als Held
Paniksteine bekomme, um dann quasi Captain zu werden und das Raumschiff zu fluten. Mhm. Und ist so auch schwierig, muss ich sagen. Es ist super schwierig. Ja, stimmt. Ja. Ich habe da, ja, ich musste dann hab dann zwischendurch umgeschwenkt. Ja. Was waren jetzt die, hier, ne? Die Karte war das? Sie will mich ein bisschen. Das war Modul 1. Alter! Das wäre ein Delfin gewesen. Alter. Dool und Finlay, da wäre ich Delfin geworden. Krass. Ja. Ja. Und hier ist noch ein Held. Oh mein Gott. Mhm. Ja. Ja, gut gemacht. Aber ich muss sagen, spannendes Projekt. Voll. Das Kickstarter-Projekt. Ist cool. Ist und ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Mit der Thematik natürlich. Absolut, und ja. Dem Among Us. Das passt perfekt zu Among Us. Ich würde gerne mal wissen, ob die Hersteller, Entwickler, beides dieses Spiels, das gemacht haben, als diese Among Us-Geschichte schon am Köcheln war, oder ob das Zufall ist, weil das ja sowohl von der Spielmechanik als auch von der Thematik, nämlich Raumschiff reparieren und so weiter, weil das ja wirklich genau passt, also das ist ein perfektes Timing. Und es macht echt mega Bock und ich finde, wie gesagt, auch die Einbindung der App sehr gelungen, weil das eben auch so eine Balance hier reinbringt, ne? Dass man genau weiß, okay, wie werden die Karten verteilt, ungefähr fair, so, das, ne? Also es macht schon Sinn, auch so, dass der Asteroid noch mal so ein Faktor ist, dass trotzdem eine Mission scheitern kann. Selbst wenn du dich gezwungen siehst, mitzuspielen, hast du trotzdem diesen Random-Faktor, wo du immer noch sagen kannst, ja, okay, kann auch ein Asteroid gewesen sein und so. Also es schon durchdacht, ja. Macht mega Bock. Und man kann jetzt noch weitere Missionen freischalten und auch andere Karten. Also so hier diesen Lupen-Menschen, den Forscher, der quasi, wenn der nicht getötet wird, eine Identität aufdecken kann. Oh. Und so Zeugs kommt dann noch hinzu. Ja, also das kommt dann im weiteren Spielverlauf, wenn man das ein paar Runden gezockt hat und so ein bisschen durchstiegen hat. Houston, we have a Dolphin. Spannendes Projekt. Checkt es aus. Steht wahrscheinlich auch hier in der Videobeschreibung. Ansonsten auf Kickstarter. Vielen Dank, dass ihr am Start wart, Valentin. Danke dir. Wirt. Danke. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Snap. Super. Danke euch.